U-Turns. Wir sind diesmal nicht alleine. Der erste Grabber-Part mit einem Gastauftritt. Kilip ist dabei beim geilsten Game auf der Wii. Yo. Und immer dieses Yo ist geil. Klammeraffenfahrt deutet schon wieder auf ein Loren-Level hin. Das kann man uns doch nicht antun, oder? Bist du schon in der vierten Welt, oder wie sieht's aus? Nein, ich nicht. Ich bin in der dritten. Ich habe also an dem Spielstand ist schon eine Weile nicht mehr weitergespielt. Allerdings spricht das ganz viele Charakter von Retro-Studios. Ich meine, wir hatten damals in Donkey Kong Country zwei Loren-Level und wir wären fast dran gestorben. Und schießen bis heute legendär. Und die haben sich einfach mal gedacht, ja geil, jetzt machen wir 100. Gleich mal umbringen. Ja, das bringt eh nichts, weil das Dupe 99 Leben gleich mal gekauft. So bin ich. Das Dumme ist halt, dass wenn man runterfiel das böse Teil nicht kriegt, dann muss man den ganzen Shit eh nochmal machen. Na eben, deswegen habe ich mich gerade getötet, weil ich das Puzzleteil, weiß ich auch nicht, ich bin drüber gesprungen. Jetzt habe ich es aber. 1 von 5, okay. Ja, meine Güte, was geht denn hier ab, hä? Das erste Loren-Level war ja schon cool. Schau dir den Hintergrund an. Ja. Schau ihn dir an. Der ist wirklich geil, genauso wie diese Tropfsteinhülle, die ich in Kroatien besichtigt habe. Was ist das denn hier? Gerade noch gesehen. Oh. Also okay. Man muss sagen, dass Retro-Studios sich wirklich gut mit dem Spiel auseinandergesetzt hat und sich genau gemerkt hat, wie Donkey Kong tickt. Gerade durch, ich erinnere mich an, ich weiß nicht, ich glaube es war am vorletzten Part, dieses Puzzleteil direkt unter dem Fass auf der Schlucht. Weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, aber war bestimmt scheiße. Ja, dann bei der Ruine 3-1, wo dieses Puzzleteil direkt unter dem Fass war. Ach komm, wie soll ich in dieses Puzzleteil riechen, ne? Sag mir das mal! Was man eigentlich nicht finden konnte, das war sehr Donkey Kong typisch. Ja, und schon wieder kein Checkpoint. Hätten die Schweine aber auch irgendwo einen hinmachen können. Das Geilste ist immer noch bei K, ey. Wenn man nur Donkey Kong hat und kein Checkpoint. Und keine Herzen. Ja, und keine Herzen, die sich auffüllen. Oh nee. Ja, ich hab's gesehen. Ja, okay. Ach, tot. Ach, ist das Leben nicht schön? Also so viele Fail-Parts hatten wir seit Super Mario Kart nicht mehr. War ja aber auch klar, dass Dick Herr jetzt nicht im Rutsch laufen wird. Ich meine, ja, schau dir diesen scheiß Schwierigkeitsgrad doch mal an. Also, und da waren jetzt echt zwei Puzzleteile dabei, die kannst du nicht wissen beim ersten Durchzocken. Das stelle ich mir gerade vor, ich meine, die Lost Levels wurden ja damals verboten. Ich meine, stell dir vor, wie wir uns alle am Spiel voll abgehen, dann kommt plötzlich, ja. Was? Wieso? Ich hab doch nur gedrückt, damit ich auf die. Weicht ein Schiss. Und dann kommt plötzlich, ja, das Spiel wird wegen Schwierigkeitsgrad verboten oder irgendwie sowas. Okay, Concentration. Conversation ist beendet. Sonst geht das schon wieder los wie in den anderen Parts. Nee, also so heftig war es bisher noch nicht. Du hast die momentanen Parts noch nicht gesehen, Jude. Du hast immerhin zwei Welten geschafft, aber warte. 3K war unlustig. Warte, jetzt kommst du gleich. Na, wo bist du, Stampe? Komm her. Ja, schön, jetzt habe ich zwar, aber bin tot. Ja, aber dafür hast du jetzt das Puzzleteil. Deine 99 Leben, das wirst du wohl nicht Game Over gehen. Dein K ist halt scheiße, wenn das so liegt. Das K darf ich ja nicht vergessen. Wenn da mal so ein O irgendwie in der Luft ist, dann bin ich sauer. Ehrlich mal. Weg da. So, mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Aber das ist scheiße, weil ich mehr wie 99 Leben sammeln kann. Ich meine, hier braucht man eigentlich 1000. Also das stimmt, aber das ist halt auch wieder Absicht. Nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, du Scheiße! Wir mussten auch das schwerste Ding, was es damals im DKC gab, nehmen und daraus so ein bisschen Shit machen. Gut. Jetzt könnte aber mal ein Checkpoint kommen. Ja, aber wirklich! Wo ist ein Checkpoint? Was geht denn jetzt ab? Was geht denn? Ja! Wir haben auch immerhin den Checkpoint erreicht! Und Puzzleteil wieder! 4 von 5, okay? Okay? Okay. Durchatmen erstmal. Was geht denn jetzt hier ab?
Ich dachte, das ist ein Lore-Level. Das ist doch auch eine Lore. Also, hey, bleib da! Oh Gott, ich seh nichts! Wow, zum Glück war da kein Enderboss so. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, ich hoffe nicht. Muss ich jetzt hoch oder runter? Das ist die Frage. Hallo, hallo! Okay, hoch! Das ist N! Ja, deine Mutter! Halt doch die Schnauze! Was ist das denn? Deine Mutter und deine Oma gleichzeitig, ey. Moment mal, wie soll ich das machen? Batman gibt's dir Diddy gleich am Anfang. Erstmal auf einen der Viecher und... Oh Gott! Ja, da musst du dann halt gleich A gedrückt halten und... Rüber... Was ist jetzt passiert? Dummheit! Ja. Ey, die Fledermäuse, die sind auch cool! Nice! Was, die greifen dich an? Nee, die waren nur Dekorationen, aber geile. So, nicht springen. Nein, hier war nichts, okay. So, dann weiß ich, dass ich hoch muss. Und irgendwo abspringen auf eines dieser Biester. Ja. Okay. Ah, das wird und Spaß machen. Hier. Nochmal A drücken zum Springen. Oh Gott. Und dann... Warum? Du Scheißhund! Böser Mensch. Ja, das Problem ist, bei Diddy ist mir auch schon aufgefallen, dass du beim Jet von dem dazu neigt, A gedrückt zu halten. Ja. Dann wird's halt, ey. Genau. Das ist aber bei fast allem so. Also, das sagt man viel irgendwo rüber, das ist natürlich gut, aber vor allem im Time-Trial ist das ziemlich scheiße. Da hast du vollkommen recht. Das ist das einzige Manko, das mir bei der Steuerung aufgefallen ist, aber es lässt sich halt leider auch nicht ändern. Ja, gut, aber eigentlich liegt es ja nicht an der Steuerung, es liegt ja nicht an unserer Dummheit. Yes! Ja. So bin ich halt. Nein! So. Oh! Genieß! Vorhin habe ich noch gesagt, solange die Puzzle. Vorhin habe ich noch gemeint, solange die Puzzleteile Gays liegen, ist es okay, aber wenn dann Buchstaben da liegen, ist es scheiße. Ja, stimmt, das zählt ja jetzt nicht mal! Tja, ey! Oh nein! Ich hab gut jetzt jedes Mal neu machen. Oh nee, so tut mir das an! Was ist denn das für eine Welt hier? Das ist halt... Oh Gott! 5 von 8 Welten! Okay, nochmal. Ja, episch! Perfekt! Okay. So geil habe ich das... So geil habe ich das jetzt nicht... gedacht, dass ich das packe. So, dann ist hier ein Spaten, okay? Okay. Okay. Was ist hier zum Teufel? Bonus, oder? Nee, Moment, das ist ja alle Puzzleteile. Ah, ja, Puzzle... Ah, das G! Episch! Noch sind wir nicht sicher. Doch! Durch! Yo. 15 Bananen! Nice job! 2 Loren-Level in dieser Welt. Was für ein Zeichen ist es denn hier bei den Puzzles? Hast du gar nicht gezeigt. In der ersten Welt war es ja eine Erdbeere. Nachglauben Fisch. Ja, wir können zu Cranky. Okay, den Schlüssel kaufen. Oh, geil ist. Wir kommen. Achso, du wolltest ihn sprechen, ja, wusste ich jetzt nicht, sorry. Warte, ich mach beim Abschied. Genau. Sieht ziemlich gefährlich aus da draußen, hä? Du bist 10-mal gestorben, ich hab genau nachgezählt, du Spaten. Und tschüss. Was nicht öfter? Ich glaube, es war schon so 15-mal. Naja, gut. Wollen wir nicht diskutieren, denn es wird mit Sicherheit noch Level geben, da werde ich noch viel öfter sterben. 4-3, das ist nicht das, das ist das hier. Eine bombige Fahrt. Ja, was zum Teufel schon wieder, oder was? Hallo? Soll es nicht eigentlich höchst sein? Und nicht, der Stuttgarter Hauptbahnhof? Was geht denn hier vor? Ja, das hier, was ist dieser schon wieder? Trottel? Ah, aber nur Bananen, okay. Ja, Bananen sind schon episch. Oh Gott, was geht denn jetzt nur wieder vor? Ich glaub langsam, dass es hier nur Loren-Level gibt. Ja, perfekter Schuss. Echt, N1, Daumen hoch. Dafür gibt's doch einen Daumen hoch. Er war schon scheiße gerade, ja. Deutschland. Okay, K habe ich schon mal. Was zum Teufel ist denn hier los, hä? Was soll das hier, diese Kristalle? Oh Gott! Oh, ich dachte gerade, das Ding killt mich. Muss ich da hoch? Ja. Ja. Ach ja, heile Welt. Also, die Leute, die das konstruiert haben, haben eine Droge, die bisher der Welt unbekannt ist, weil Haschisch und so reichen dann nicht mehr aus. Das ist. Ja, wahrscheinlich haben die irgendwie Snooze oder so Verdammt, ich muss da hoch jetzt. Okay. Yeah. Gerade noch. Oh, hier darf man nur ganz kurz auf A drücken, weil sonst springt ihr zu hoch und dann werdet ihr vom
Eiszapfen oder was auch immer das ist. Gekillt, oh Gott. Was ist das für ein... Cool, ich hab's sogar bekommen und das auch. Oh, bin ich gut. Ich bin einfach zu gut. Nein! Oh, wow, 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 wow. Jetzt dreht er durch. Ja, jetzt zeige ich gerade mal ausnahmsweise wieder Skill. Oh mein Gott! Nein, da unten ist was! Ja, ein Puzzleteil, klar. Ja, gut, bin eh tot. War schon ein Checkpoint? Nee, gell? Nein! Nicht, warum denn auch? Braucht's doch nicht! Völlig unnötig sowas! Wer braucht schon sowas? Sowas braucht doch nur der Ali und so. Kostet doch nur Zeit, sowas zu programmieren, ist doch Quatsch. Ja. Lächerlich. Ich meine, das Spiel ist doch nicht so schwer, schafft doch jeder. Schafft es sogar meine kleine. Das war so geil. Scheiße, jetzt ist sogar das O nicht gespeichert. Wie soll ich denn das O nochmal kriegen, bitte? Okay, komm. Komm! Ja! Ich zock heute DKCR. Und, und meine Schwester schaut zu, da habe ich irgendwas, genau den beim Bonus habe ich. Warte kurz, wann kam das jetzt, oder? Ja. Irgendwie jetzt gleich, glaube ich. Ja. Ja, hier! Oh. Okay. Ja, auf jeden Fall, bei einem Bonus habe ich gefailt. Leute! Und dann. Und dann musste ich halt nochmal hingehen. Und dann meine Schwester. Oh Mann, das dauert zu lang! Wenigstens ein Checkpoint. Also meine Schwester ist 3 Jahre alt und dann schaffe ich es endlich nach 3 Versuchen und sie, na endlich hast du es geschafft. Was ja crazy ist, sag mal, wie schlimm wurden denn, wow. Warum? Du hast eine Sekunde A gedrückt statt nur eine halbe. Ja, da hast du recht. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass die Loren-Level um einiges schlimmer wurden, ey. Ja. Also da kennen die nix, glaube ich. Was wird das jetzt hier? Die halt eine asoziale Vorlage und dachten, sie machen das Dritte Reich drauf. Ich glaube, das Geilste in dem LP sind meine Reaktionen, wenn irgendwie was Unvorhergesehenes passiert. Und ich dann Was zum Teufel? Ja, ist er wenigstens tot. Ja, nee, doch nicht! Ist er tot? Nein! Er dreht durch! Was haben die gesoffen? Wenigstens halte ich durch. Ja, ja, das ist Ziel, oder? 5, 6. Episch! Habe ich wenigstens alles? Boah. 4 von 5. Aber da ist noch was, oder? Yes! Nein. Yes! Oh. Nicht failen! Nicht failen! Scheiße, du hast recht, ich muss es schaffen. Oh, ich armer LPer. Oh, mir ist es heute passiert, ich habe auch so einen Bonus gemacht und ich habe eine einzige Banane bei dem X da unten übersehen. Und ich habe und dann lief die Zeit so runter und ich denke mir, cool. Und das Puzzleteil erscheint einfach nicht und ich habe es nicht gesehen und denke mir, what the hell? Und du musst dich mal beeilen, Junge. Ich weiß! Und das ist halt passiert, dass ich schon... Eine Banane hat gefehlt, ich war über der Banane, anstatt im Sprung nach unten und dann war Ende. Oh mein fucking Kindes. Das ist jetzt halt echt am Arsch. Also skillen kann man jetzt nicht mehr. Machst du noch Level? Ja, eins mach ich noch. Ja, das nächste Loren-Level dann, ne? Also, die nächste Lore ist... Das Ding ist bestimmt Stuttgart 21 Welt oder so. Okay. Maulwurf-Patrouille. Alle unter die Erde. Maulwurf-Patrouille hört sich ja wieder so geil an. Ja. Maulwurf, für die fahren immer die Loren. Also so wie es ausschaut, scheint diese Welt relativ klein zu sein, aber höchst asozial. Ja, das könnte man fast sagen. Und da ist schon wieder was da hinten, oder? Ja. Ja, ein Bonus, okay. Ja, gut, die sind noch ganz chillig. Was steckt. Oh! Oh! Aber ihn zu machen ist dann wohl nicht mehr so einfach. Nein! Naja gut, aber das hatte ich ja auch schon ein paar Mal, werde ich schon hinkriegen. Normalerweise hatte ich da noch Diddy als Verstärkung. Ja eben, mit Diddy ist es aber okay. Aber den habe ich jetzt glaube ich schon seit einem halben Century nicht mehr gesehen. Ja, okay. Ja, oh Gott, so nein! Nein! Ein kleiner Sprung! Oh Gott! Ich muss jetzt skillen und verderbe. Wollen, und wollen. Ich tue es. Ich bin cool. Oh.
Hatte ich jetzt Panik gerade. Wie viel waren es? 1 von 5? Ja, okay. Was, wenn da plötzlich neu... Nein. Nach oben! Der andere Scheiß! Okay. Aber, ey, guck dir mal das Ding, das sieht aus wie DKC3, oder? Diese Wand. Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Oh, wieder der Scheiß mit den Dingern. Oh nein, die Puzzleteile sammeln sind so scheiße. Da muss man bestimmte Bananen rein einsammeln und nur dann erscheint es. Oh Gott. Aber dein Skill ist echt unglaublich. Ja, zu dieser Rakete war ich, hundsmiserabel. Junge, ich zittere wie die Sau. Ja, oh, aber dass du alle Bananen so lässig einsammelst. Ja, Grundskill ist halt da, aber irgendwie habe ich Schiss vor der Welt. 3 Loren-Level bisher und jetzt einmal dieser Scheiß. Oh Gott, nein! Nein! Oh. Checkpoint, immerhin. Immerhin. Aber ob ich Bananen, ja, hier, das war bestimmt ein Puzzleteil wert. Da könnte ich fast drauf wetten. Aber ich geh eh nochmal down. Daher. Spaten killen. Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen jetzt. Aber ey, wenn einer von den Arschwitzern, den Puzzleteil trägt und man den irgendwie killen muss, dann... Nein! Unter Perfekt da nicht durchkommt. Aber es hat wenigstens nochmal eine Chance, das hier zu überprüfen. So ist es. Die Schweine haben ja wirklich ein Puzzleteil gemacht. Dem ist das krank, scheiße, oh mein Gott. Nein, komm, hol es! Yeah! So, jetzt hier durchhalten. Mein Gott! Viel Spaß dafür, ne? Weil du kommst ja da auch bald hin. Ich brech wahrscheinlich ab. Oh mein Gott. Ah, das ist Guy. Ja, Guy, ne? Oh Gott, ja, Lacker! Lacker! Nein, spring! Ich hab die Drecksdinger 2-3 Mal berührt, ey. Puzzleteile hast du? 3 von 5, wieso? Nein! Mir fehlt eins! Nein! Warum? I don't know, bitch. Das ist nicht zu fassen, was die von uns verlangen. Ja, es ist leider so, wir müssen alle Maulwürfe besiegen. Ja, aber das ging gerade etwas anders aus. Gut. Wenigstens kann ich sagen, dass ich mich mit dem Assitum schon ziemlich gut auskenne. Ich glaube, ich sollte der Religion beitreten, weil ich habe sofort gewusst, was die geplant haben. Und wie zum Teufel soll das gehen, wenn er mit seinem scheiß Spaten da steht? Ja, so ist es. Denn wir müssen die alle töten, nur dann kriegen wir das Puzzleteil, und zwar das hier. Ja! Epic!